Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 25. April 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen haben das Wissen von indischen Astrologie und chinesischen Astrologie übernommen. Und das, was eigentlich die tibetische Astrologie ausmacht, beide zusammen. Und sie berechnen die Horoskopen genauso wie die indischen Astrologen, dass sie berücksichtigen auch die Präzession. Und weil sie das anderes berechnen, ist auch andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als im westlichen Astrologie. Sonne zeigt die Monatsthemen. Sonne befindet sich noch in Tierkreiszeichen Widder. Und das zeigt Begeisterung, Kraft und Mut, etwas in Bewegung setzen, bei vielen auch ein Neuanfang. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühlen. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Die beiden Lichter, Sonne und Mond, beide sind im Feuerelement und das bedeutet, dass in Harmonie stehen. Und das spüren wir auch, die inneren Gleichgewicht, die inneren Harmonie. Natürlich, die Planeten haben auch Einfluss, aber das werde ich noch erklären. Mars setzt etwas in Bewegung, setzt sich auch durch. Die Thema ist hier die Erde-Element, also Materie, und bei Stier handelt es sich um Werten, aber auch um Finanzen. Und das ist gerade die Mars-Energie, um die Finanzen kümmern. Mars bedeutet auch der Mann, also beschreibt die Männer, und die Tierkreiszeichen Stier hat einen Einfluss. Und das bedeutet, die Tage genießen, um die Finanzen kümmern, bedeutet auch die Ruhe bewahren. Und das sind die Grundbedürfnisse gerade die Männer. Die Ruhe genießen, den Tag genießen, aber auch gut gehen lassen und um die Finanzen kümmern. Merkur ist das praktische Wissen. Merkur bedeutet auch Handlungen und Kommunikation und hier im Wasserelement handelt es sich um unsere Gefühle. Entweder die Gespräche verlaufen gefühlsvoll oder wir sprechen das an, unseren Gefühlen. Jupiter zeigt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt immer auf uns zurück. Das ist ein Gesetz. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben, aber das wird immer ausgeglichen. Und das heißt göttliche Gerechtigkeit. Jupiter öffnet aber die Augen auch auf die Ungerechtigkeiten und wenn etwas ungerecht läuft, dann fühlen wir uns verletzt. Also hat ein Einfluss auf unsere Gefühle. Dann fühlen wir uns enttäuscht oder haben wir mal Wut und das passiert hier im Wasserelement. Und was sollen wir tun? Und das zeigt auch die Weisheit. Jupiter vertritt auch die Weisheit. Unsere Gefühle transformieren. Und das zeigt auch die Skorpion. Weil Skorpion vermittelt, wie gehen wir mit unseren Gefühlen um. Das ist auch die Kundalini-Energie. Und das besteht aus zwei Schlangen. Symbolisch, das ist die Schlangenenergie.
und die eine zieht alles nach unten. Und das sind die negativen Gefühle. Zum negativen Gefühlen gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid und Hass. Das sind die negativen Gefühle. Neid und Hass ist zerstörerisch. Angst, Zweifel ist nicht zerstörerisch, aber das blockiert uns in unserem Leben, weil das sind die größten Stolpersteine. Abgesehen davon, wenn wir uns auf diesen Gefühlen uns einlassen, wie Angst oder Schuldgefühl, öffnen wir Pandoras Büchse und die trojanischen Pferd kann jederzeit reinkommen. Das sind Einflüsse von außen. Und das zeigt wunderbar eine großartige Film Troja. Kann ich nur empfehlen. Zeigt unseren Gefühlen genau das, was ich auch sage. Das sind die negativen Gefühle. Das zeigt dieser Film so wundervoll. Und dann gibt die positiven Gefühle. Das ist die zweite Schlangenenergie. Und dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Zärtlichkeit, Begeisterung, Fürsorglichkeit, Hilfsbereitschaft und Liebe. Das ist göttlich, das ist schöpferisch. Und wir sollen von negativen Gefühlen verabschieden, weil die blockieren uns, und übergehen auf die positiven Gefühle. Dann steigt die Energie nach oben wie Phönix aus der Asche. Und genau diese Weisheit vermittelt Jupiter, und Skorpion zeigt, wie das geht. Venus ist die Liebesplanet, das weibliche, Mars ist die männliche, Venus ist die weibliche, aber Venus zeigt auch Kunst, Kreativität, Schönheit, Harmonie und Frieden. Alles, was schön ist, das ist Venus-Energie. Und weil das weiblich ist, zeigt uns Frauen. Und Venus bewegt sich hier im Fischen. Natürlich ist das sehr traumhaft und wir Frauen haben unsere Visionen, unsere Träume und wir wünschen auch, dass das zum Erfüllung geht, auch in die Liebe, Partnerschaft. Und nicht nur das wirkt hier Venus im Fischen, weil Venus fühlt sich da sehr wohl in diesem Tierkreiszeichen und kommt die ganze Kreativität in Vorschein und das leben wir auch. Saturn ist der Planet der Schicksal, hat einen Einfluss auf unserem Schicksal und hütet die Karma, hütet die Akasha-Chronik. Und Saturn belehrt uns auch. Und Saturn bewegt sich hier im Schütze. Und was belehrt uns Saturn? Dass wir Ziele brauchen in unserem Leben, weil das gibt uns die Orientierung. Und die Schütze zeigt auch dieser Pfeil, zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Energetisch heißt das, das sind unsere Wünsche und Sehnsüchte. Und das ist heute auch sehr spürbar, weil Mond bewegt sich auch im Schütze in ein Mondhaus. Und dieses Mondhaus vermittelt, wenn wir nicht unseren Wünschen leben, dann führt dazu, dass wir unzufrieden sind, führt zum Unzufriedenheit. Und die Mondenergie vermittelt das auch, genau wie Saturn, wie wichtig das ist, das ernst zu nehmen, als Ziele setzen, das nicht aus den Augen verlieren. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, das hier im Widder bei vielen Menschen zeigt, Neuanfang, beruflicher Neuanfang oder Neuanfang in die Liebe, Partnerschaft oder ein Umzug und da ein Neuanfang starten.
Neptun zeigt unseren Träumen, unseren Visionen, unserer Kreativität. Das ist so schöpferisch, diese Neptun-Energie. Und wenn wir das leben, dann leben wir unseren Träumen. Und dann bewegt sich hier im Wassermann. Und das zeigt, wir haben auch Ideen. Was soll das sein? Was möchten wir verwirklichen? Wir müssen das nur in Tat umsetzen. Pluto ist heute im Stillstand. Und das bedeutet, Pluto zeigt Stopp, Halt, Halt, Halt. Schau mal erstmal an, was sollst du aufräumen im Leben? Wovon willst du verabschieden? Aber nicht nur Gedanken machen, sondern auch tun. Gedankenmuster, Gefühle, Angewohnheiten, Kontakte, Gegenstände. All das, was uns bedrückt, davon verabschieden. Pluto zeigt, wie wichtig das ist, weil dann haben wir die innere Kraft, da haben wir die Macht über unserem Leben, Macht über unseren Gedanken, Macht über unseren Gefühlen, da haben wir aufgeräumt. Und heute bei diesem Stillstand heißt stehen bleiben und etwas überprüfen. Dann wird Pluto rückläufig. Saturn bremst die Bewegung und die letzte Tag dieses Monats kommt Saturn auch zum Stillstand. Saturn nimmt aber seine Helligkeit zu, macht sich mehr sichtbar, klärt sich etwas auf, was unserem Schicksalsweg ist. Jetzt die Verbindungen. Sonne steht in einer Verbindung zum Venus. Sonne und Venus, da kommt Unterstützung, eine gegenseitige Unterstützung. Mehr Klarheit in die Liebe, Partnerschaft. Oder für uns Frauen bedeutet das, wir sind jetzt wahrgenommen in unserer vertrauten Umgebung, bekommen wir Komplimente. Das ist auch ein gewisser Glanz. Mond steht in einem Quinkungsaspekt zum Mars. Aspekt bedeutet, wenn sie beiden in Verbindung sind. Und diese Quinkungs kann ich nur so beschreiben. Stell dir vor, es ist ein Pendel, was unbeweglich ist. Und jemand würde fragen, ihr sollt beschreiben, in welche Richtung wird diese Pendel ausschlagen. Was wäre die Antwort? Die Antwort wäre, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht nach links, vielleicht nach rechts, vielleicht bewegt sich überhaupt nichts. Woher sollte ich das wissen? Und wenn Mond und Mars das verspürt, dann heißt es, das entspricht dem Gefühlszustand der Männer. Das ist der sogenannte Vielleicht-Aspekt. Und bei Mondenergie handelt sich entweder um Gefühle oder Mutterthemen. Mond hat auch eine Verbindung zum Mutter, wo die Männer sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich mich fühle gerade. Ich kann gar nicht über Gefühle sprechen, was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung. Oder wirklich die Verbindung zum Mutter, wo die Männer dann überlegen, soll ich kontaktieren, soll ich nicht? Ah, vielleicht wäre besser doch nicht schreiben, sonst mischt sie sich wieder ein in meine Angelegenheit. Diesem Gedankengefühlen löst diese Verbindung aus und das trifft die Männer. Natürlich, wenn das darum geht, uns durchsetzen oder etwas in Bewegung setzen, dann trifft uns Frauen auch, weil dann fragen wir auch, oh, ich weiß es nicht, soll ich nicht, welche Richtung überhaupt. Das ist natürlich auch möglich. Mars steht in Spannung zum Neptun und das sind Enttäuschungen, vielleicht sogar Erinnerungen, enttäuschten Gefühle, was bei Männern gerade diese Verbindung auch aktiviert. Oder wenn die Männer versuchen, ihren Träumen verwirklichen, dann diese Spannung blockiert das alles, weil sie trauen das nicht zu oder haben sie Angst davon, ihre Träume zum Leben.
Jupiter und Pluto steht in einer guten Verbindung. Jupiter ist rückläufig, hat mit Vergangenheit was zu tun. Pluto ist im Stillstand, wird aber auch rückläufig. Und das heißt, wie die beiden das vermitteln, es wäre klug, mal aufräumen, all das, was in Vergangenheit war, Kontakte oder Gefühle oder inneren Kind, wie auch immer. Jeder Mensch hat irgendwelche Erinnerungen oder Belastungen und das heißt, einfach mal aufräumen. Und jetzt zu tibetischer Astrologie. Und das zeigt sich hier in dieser Karte. Ich finde das Bild nicht so besonders schön, aber das ist in vollen Symbolen und kann ich einiges dazu sagen. Heute ist wichtig, auf die Gefühle achten. Hier die blaue Farbe, hier dieses Kleid auch zeigt die Wasserelemente und das heißt auch die Gefühle. Hier nach außen die weiße Farbe hat mit Metallelement was zu tun und das heißt etwas bereinigen, etwas klären, auch die Gerechtigkeit vertreten. Und die Zahlen haben auch Bedeutung, erstmal etwas im Ende bringen und dann, erst dann, ein Neuanfang starten. Und wichtig ist auch, die Einflüsse achten, Einflüsse von außen, das kann auch ein Hindernis sein, diese Hindernisse überwinden und dann das bereinigen, klären und dann geht es auch weiter. Die heutigen Tag, so wie diese Karte oder die tibetische Astrologie das beschreibt, der Weg führt, also was wir jetzt dann beginnen, dieser Weg führt zum Erfolg, aber wir sollen jetzt nicht unsere egoistischen Ziele verfolgen, weil das werft uns eher zurück. Das ist eine Wasserdrache, was hier abgebildet ist und das zeigt Willensstärke, Schlauheit, Optimismus und diese heutige Energie beschreibt auch, dass wenn wir versuchen, etwas festzuhalten, dann kommen wir nicht voran. Also dieser Loslassen oder Verabschieden von etwas oder von etwas trennen, das ist sehr wichtig, damit etwas in Bewegung kommt. Und dann können wir erfolgreich handeln. Wichtig ist auch heute die Begeisterung, kann auch ein Glücksfall sein heute. Und Sportbewegung wäre auch wichtig. Die Farben haben auch Bedeutung. Ich habe gesagt, blau dominiert hier, das ist die Gefühl, auf die Gefühle achten. Dann kommt Erde- und Holzelement dazu, etwas befestigen, um die Finanzen kümmern, um die beruflichen Situationen kümmern. Aber befestigen können wir etwas auch in die Partnerschaft, dass mehr Stabilität kommt, ein langsames Wachstum, das trägt auch hier Früchte. Und die Zahlen zeigen auch etwas, wo wir Glück haben. Hier die 9 im Feuerelement und das bedeutet, erst wenn wir etwas beendet haben, einen krönenden Abschluss gebracht haben, dann Neues starten, aber das, was uns begeistert. Feuerelement ist die Begeisterung. Wichtiger Thema ist hier die Zahl 3 im Wasserelement, auf unseren Gefühlen achten, im inneren Gleichgewicht bleiben, auch beobachten, welche Einflüsse kommen von außen. Das kann Unterstützung sein, das ist dann gut, wenn das aber Einflüsse sind, wo uns versuchen zum Hindern, dann diese Hindernisse auf dem Weg zu räumen, so wie unserem Gefühl das sagt. Und schicksalhaft zeigt sich hier die Zahl 6 im Metallelement und das hat mit Vergangenheit etwas zu tun, nachdenklich sein, da etwas klären, etwas bereinigen, Entscheidungen treffen oder das Abschließen, aber auch dafür sorgen, dass Gerechtigkeit herrscht. Der Jahrgang 1952 steht da im Einklang. Und der Jahrgang 2012, da ändert sich die Kombination. Die Wasserelement mit 3 bringt das Glück. Die Hauptthema ist die Vergangenheit und die Klärung. Und die Schicksal zeigt hier die Zahl 9 im Feuerelement. Das ist die Verbindung zum Jahrgang 2012. Diese beiden Jahrgänge 1952 und 2012
stehen im heutigen Tagesenergie im Einklang. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.